Guten Morgen zum DAX-Ausblick hier mit mir, Bernecker 1977 in der neuen Woche. Wir haben Montag, den 8. März 2021 und es ist ein bisschen Feiertag in der Luft, sozusagen der Weltfrauentag. In Berlin beispielsweise wird nicht gearbeitet. Vielleicht ist das Handelsvolumen heute auch ein wenig geringer, aber die Spannung dürfte hoch sein, denn am Wochenende haben wir das US-Stimulus-Paket verabschiedet, zumindest im Senat. Ganz knapp 50 gegen 49 Stimmen gab es für Joe Biden. Und damit ist die letzte große Hürde genommen. Das Paket kann bald ausgeschüttet werden. Und das ist auch der Anlass, warum ich am Montag ein weiteres Video hier erstelle, weil es natürlich vorbörsliche Kurse gibt und wir den Handel hier mit Spannung erwarten dürften. Das Ganze ist als Dokument abgelegt, durch das gehe ich gerade einmal kurz durch. Ein unveränderter Wochenstart im DAX ist das große Fragezeichen, denn das sah durchaus anders aus in der Nacht zum Montag. Wir gehen nochmal ganz kurz auf den Freitag ein, da stockte die Aufwärtsbewegung bereits. Also wir hatten nach dem US-Arbeitsmarkt Bericht hier, der sehr, sehr positiv war. Erst einmal eine leichte Euphorie im Markt. Es kam zur Überschreitung der 14.000er Marke. Es kam zum Gap Close. Ziemlich genau auf die letzte Kerze vom Donnerstag setzte der Markt auf, um danach wieder nach unten zu tendieren. Aber das war noch nicht alles, denn nachbörslich hat sich dieses Sentiment auch noch einmal gewendet. Da komme ich gleich dazu. Zuvor noch den Bereich der 14.000 hier skizziert, ganz grob, denn wir sind in jedem Tag der letzten Handelswoche an diesem Bereich gewesen, mal drüber, mal drunter, aber immer im Umfeld dieses Bereichs. Und deswegen denke ich, auch in der neuen Woche dürfte der Bereich uns DAX-Trader hier entsprechend in den Bann ziehen. Von der Volatilität her relativ normal, muss man sagen, also hier genau 200 Punkte. Das normale Mittel liegt bei um die 140, also ein Stück drüber, aber keine ordentlichen Ausreißer. Und wie ich schon andeutete, hier nachbörslich gab es ein Reversal an der Wall Street. Und das hat den DAX dann wieder von dieser Abwärtslinie, die beim Xetra-Schluss endete, herausgerissen und in einen Aufwärtstrend gebracht, in einen kurzfristigen, der dann fast zum Tageshoch führte. Ja? Also um die 14.051 schloss dann 22 Uhr der Endloskontrakt und damit auch die Futures. Und so gingen wir ins Wochenende. Danach gab es dann die Nachricht von Joe Biden über das Stimuluspaket, das es durch den Senat gegangen ist mit der Abstimmung. Und das hat ein wenig für Freuden-Euphorie oder für Freudentaumel gesorgt. Also die Indikationen am Wochenende waren über der 14.100. Und die Frage ist, ob dieser Schwung jetzt in die neue Woche mitgenommen werden kann. Und dazu sage ich gleich, nein, kann er nicht. Das Szenario vom Wochenausblick, was ich auch hier auf YouTube und in den diversen Kanälen zur Verfügung gestellt habe, skizzierte ja die größere Range und den Abwärtstrend hier im Stundenchart vom DAX Xetra. Das möchte ich nicht noch einmal wiederholen in der heutigen Analyse, sondern nur ganz kurz das Bild dazu zeigen, was nämlich exemplarisch heute Morgen passieren könnte. Dieses Dreieck im Stundenchart könnte aufgelöst werden mit Kursen über 14.050 und danach sah es eben am Freitagabend aus, dass es passieren könnte, dass wir zu einem Rücklauf kommen an diese Abwärtstrendlinie im Xetra-Markt. Das ist das große Thema, was wir hier am Wochenende besprochen haben. Und nun wieder in die Tagesanalyse hineingeklickt, sieht man, dass genau dieser Aufschlag vom Joe Biden Stimuluspaket dahin schmilzt. Also die ersten Kurse waren um die 14.130, übrigens das Januarhoch aus dem DAX. Und ab da ging es heute im Nachthandel. Man sieht es an der Uhrzeit von gestern 23 Uhr quasi über heute 0 Uhr, 2 Uhr immer weiter abwärts. Und aktuell stehen wir um die 13.980, also auch wieder an dieser runden 14.000. Die wird uns weiter beschäftigen, ob wir hier nach oben weggleiten können oder nach unten wegbrechen. Das ist die große Frage zum Handelsstart. Wir haben zumindest einen Trend seit dem Freitagmorgen im DAX-Endloskontrakt, an dem knabbert jetzt der Markt so ein Stück weit. Und wenn wir diesen unterschreiten, so denke ich, dass wir bis 13.920, also auf dieses Tief fallen könnten, in einem weiteren Extrem vielleicht auch auf das doppelte Tief, was wir hier bei 13.870 gesehen hatten, also das Tief vom Freitagmorgen. Das könnte auch nochmal in den Fokus rücken. Das habe ich hier entsprechend aufskizziert und werde es auch, so habe ich mir es zumindest vorgenommen, immer bis 8 Uhr auf YouTube veröffentlichen, jeden Handelstag. Denn 8.10 Uhr bespreche ich bereits mit einem Händler der LS Exchange das Marktgeschehen auf Twitch. Also wenn du da dabei sein möchtest,
sehr, sehr gerne. Würde ich mich freuen. Umziehen muss ich mich nicht noch einmal. Das Hemd habe ich schon angezogen. Und von der Terminsicht her ist der Markt heute relativ dünn oder eng an der Leine gehalten. Hier erwarten wir 8 Uhr die Industrieproduktion aus Deutschland, dann die Handelsbilanz aus Österreich 9 Uhr und 9 Uhr auch aus Spanien noch die Industrieproduktion. 10.30 Uhr das Investorenvertrauen aus Europa und 11 Uhr Großbritannien eine Rede, 16 Uhr die Großhandelsinventare aus den USA. Mehr ist heute quasi nicht zu erwarten, aber wir schauen noch einmal vorbörslich auf die aktuellen Kurse und die habe ich auch aufskizziert. Die schaue ich immer entweder direkt bei JFD nach oder eben bei der LS Exchange und dann notieren wir knapp unter der 14.000. Also hier ist mit dieser Marke zu rechnen. Hier dürften wir die Spannung hochhalten. Was passiert hier? 8 Uhr, 9 Uhr. Wir werden es gleich erfahren. In diesem Sinne wünsche ich einen erfolgreichen Handelsstart und bleiben Sie gesund. Ihr Andreas Bernstein.